gehe hoch zu unserem Betten. Ja, gut. Hui. Ich habe seinen Kopf Gott sei Dank durch die Wand baggen sehen. Riesenviech, ey. Wo ist denn der jetzt? Ja, irgendwo da muss er langlaufen, ne? Wo hast du ihn denn gesehen zuletzt? Hier. Da? Pass auf dich auf, Mann. Hab ich wieder Egel, echt jetzt? Ja, ich habe ja gerade gespeichert. So schlimm kann es schon nicht werden. Boah, hat er sich in Luft aufgelöst jetzt hier, oder was? Ist abgehauen. Vielleicht, weil wir auch Feuer und so anhaben. Ja gut, das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich mich auf jeden Fall hier oben hinstellen werde zur Pause. Guck, der Tabak ist fertig. Ich rupf nochmal die Egel. Ich habe scheinbar einen übersehen. Ja, ich mache eben dich. Ich mache, wenn wir Pause machen, mache ich dich kurz. Spiel aus? Ja. Lasko ist beigetreten. Jetzt. Oh, wo stehe ich denn? Runtergefallen. Ja, ist nicht schlimm. So, wie geht's uns? Kurze Frage. Kamen die Eingeborenen letztes Mal auch vom Haupteingang? Letztes Mal kamen die von hier. Wo? Da. Wo ich stehe. Das heißt, da ist die Schwachstelle und am Haupteingang. Das heißt, da sollten wir 2-3 Fallen placen, oder? Ja. Wäre auch eine Idee. Dann. Habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, überall müssten wir komplett drumherum Fallen machen, ne? Ja, drumherum grob, sag ich mal, ne? Muss ja jetzt nicht auf jedem Meter was sein, aber so auf jeden Fall, dass vielleicht der ein oder andere schon durch so eine Falle halt abgehalten wird. Das spart uns ja Arbeit und eventuell auch die Gesundheit. Ja. So, ich zünde mal hier. Ich brauche Kohlenhydrate. Jetzt. Hier, ich habe bestimmt noch was. Warte mal. Was hast du denn? Hier, ich drop dir mal was. Pilze habe ich. Nee, warte, das dauert zu lang. Okay. Ich nehme lieber hier so eine. Was haben wir denn hier? Ziegelsteine. Ja, gut. Lehmschmiede eben fertig machen und dann weiter mit dem Dach, dass die Schmiede schon mal schmieden kann? Oder wie sieht's aus? Ja. Wir haben ja leere Dosen. Ich glaube, die leeren Dosen kann man dann auch da einschmelzen. Ich wüsste nicht, was sie sonst noch für eine Funktion haben. Die haben ja sonst keine, habe ich auch schon gemerkt, ja. Lehmkohleofen brauchen wir erstmal nicht, ne? Wir brauchen keine Kohle, oder? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Gut, langer Stock, dann brauchen wir lange Stöcke. Haben wir noch welche hier rumfliegen? Nee, ne? Bambusstock. Also ich habe hier neulich irgendwo diesen Baum gesehen, wo man die Kohlenhydrate kriegt. Baum, achso, ja, wie gesagt, sonst habe ich ein paar Pilze, wenn du brauchst. Mir geht's eigentlich ganz super. Hier, Bananen, ja, guck mal, da essen direkt. Oh, bring mal ein paar mit. Ich esse sie direkt. Brauche. Jetzt brauche ich nur noch Proteine. Ich habe bei mir Fleisch geräuchert im Inventar, wenn du möchtest. Jo. Komm ruhig zu mir, ich bin auf der Suche nach langen Stöckern hier draußen. Ah, Schlangenbiss. Hier können wir noch. Oh, gut, Schlangenfleisch. Warte mal, jetzt probiere ich den Funkienverband. Funkienverband? Okay. Ja. Oh, das glüht. Achso, nee, wegen dem Feuer. Wer glüht? Funkienverband, guck. Jetzt achten wir mal drauf, was passiert. Schaltet bei Antares ein. Aber vergiftet bin ich immer noch. Na gut, Gift kriegst du mit dem Verband nicht aus dem Körper. Ja, mir wurde aber gesagt, dass du mit dem Funkienverband das Gift direkt los wirst. Okay, klingt schon komisch. So, was kann ich jetzt machen? Lange Stöcker, wo seid ihr denn? Also hier ist echt nicht. Also hier ist jedenfalls durch das Roden nochmal sehr viel freie Fläche entstanden. Falls unser Lager da mal nicht mehr ausreicht, können wir ruhig hier noch was hinsetzen eigentlich. Kleinen Außenposten hier. Ja, ich werde jetzt versuchen, das wegzuschlafen. Ja. Wie gesagt, Fleisch habe ich bei mir, habe ich runtergenommen. Damit das nicht verkohlt. Ich weiß ja nicht, wie der Räucherständer funktioniert. Nicht, dass das irgendwann verbrennt, ne?
Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn das da zu lange liegt. Ja. Ah, mehr wie geräuchert kann es ja nicht sein. Ne? Also außer verbrannt. Du, aber lange Stöcker sind hier nicht mehr, glaube ich. So, Fieber bin ich zumindest schon mal losgeworden, aber vergiftet bin ich halt noch. Tabak da, wirkt meiner Meinung nach... Oh, jetzt ist es komplett weg. Oh, okay. Wie ist ich das denn? Ich wollte sagen, da könnte so eine Honigsuppe ins Spiel kommen, ne? So, du wolltest mir getrocknetes Fleisch geben. Geräuchertes habe ich. Ja, ja. Ich habe einen langen Stock bisher gefunden. So, ich komme zu dir. Ja, ich komme auf dich zu. Ja, wie, wofür... Achso, du brauchst die langen Stöcke. Wie weit ist dein Balken? Ja. Hier, ich droppe dir hier, damit du es siehst. Guck mal, ich habe einmal Aderfleisch geräuchert. Extra egal. Eine Delikatesse des Dschungels. Danke. Und hier schwarzer Kaiman. Bitte. Oh, so gut ist das gar nicht. Ja, ich habe es mal probiert. Wie viel hat's gegeben? Der Kaiman war super, 33. Der war super, ja, das stimmt. Ah, hier ist noch ein langer Stück. Und noch einen, bitte. Hier, noch einer, sehr gut. Zwei Stück, also brauchen wir noch drei. Ist machbar, wenn man es findet. Wo ist denn der Eingang? War das hier? Nee. Ah, nee, hier rum. Ich gehe mal jetzt... Da hinten am Fluss, da haben wir nicht viel gerodet, ne? Da müsste was sein. Ja, ich habe neulich... Habe ich ja auch noch lange Stöcker besorgt und dann kam ja der Jaguar, ne? Ja. Ich komme mal mit, dann schleppen wir die mal eben zusammen. Wir brauchen ja mehr. Also wenn wir einige... Ja, wenn ich... Also bei mir ist hier nicht gerade das... Oh, hier ist ein Tierkadaver. Ah ne, das ist ein Holzstamm. Hier, Lianen auch mal wieder einsammeln. Ja, habe ich gerade schon gemacht. Stock, Bäume. Nee, also wir müssen schon weiterlaufen. Ich habe hier alles weggerodet. Okay. Ah, hier, guck mal, der. Der hier, ne? Ja, das sind zwei, finde ich. Hier ist noch einer, sehr gut. Schon lustig, dass man im Dschungel Stöcker sucht. Ja. Oh, ich habe Scheite, scheiße. Ah ja, hast du ja immer, entschuldige. Ja, wo bist du? Ja, ich habe zwei Stück, ich komme. Ja, hier, ich gebe dir meine. Dann kann ich noch mehr tragen? Du kannst, ja, fünf Stück tragen und ich trage dann die Scheite. Ja, bestens. Das ist doch ein guter Deal. Jo. Gibt's auch so einen Scheit-Holder? Weiß ich nicht. Aber die Sachen, die spawnen ja nicht, ne? Habe ich noch nie erlebt bis jetzt. Ja, dann ist ja egal, wo es liegt. Obwohl, ich find's echt eine geile Mechanik, dass man zum Ständer geht und sich drei rausnimmt, so. Ach, du bist das. Ja, ich hatte es halt schon ausgesprochen. So. Das war zu spät. So, da unten kommt jetzt ein Lehmziegelstein hin. Ach so, so schichtweise, ich verstehe. Cool gemacht, ey. Ich mag das Crafting-System sehr. Ja. Bei den Lehmwänden macht man das von oben nach unten. Komischerweise. Macht das Sinn? Irgendwie nicht, ne? Nee. So, Leute. So, die Schmiede kann nur mit Kohle gefüllt werden. Kohle haben wir, Kollege. Haben wir, Kohle, ja. Ich hol Kohle jetzt. Hol mal Kohle. Dann feuern wir mal an hier. Sammeln, zerstören, nehmen. Stapel, zerstören. Ich kann immer nur einen nehmen, ne? Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen Kohle. Ist das eine leere Dose? Oh, du kannst die Dosen schon mal einsammeln, wenn du möchtest. Ja. Dann mach ich schon mal die Kohlen rein. Ah, da. Hä, da oben? Lehmschmiede. Da oben kommen die Kohlen, nicht da unten. Ah, da unten kommt Feuer. Ich verstehe. Ah, yo. Okay. Oh, da passt noch was rein. Ich muss noch ein bisschen Kohlen holen. Kohlen holen? Okay, wir müssen mal wieder Lehmkohleofen anfeuern, glaube ich. Ja. Die Kohlen gehen langsam alle. Ja, so macht das Ganze doch wieder Sinn. Ach, guck, da unten habe ich schon die leere Dose reingemacht. Ja, erst brauchen wir Feuerchen, ne? Hast du nicht deine Fackel? Ja, sicher. Dann brauchen wir auch Zunder, ne? Warte mal. Anzünden. Habe ich Stöcker dabei? Ja, ich habe Stöcker dabei. Ja, wieso? Ah, nee, du hast ja Kohle reingemacht. Alles gut, ja. Ist schon guck, da unten ist jetzt eine leere Dose. Und wo zündest du an, oben? Ja, einfach drauf gedrückt. Das ist irgendwie komisch. Aber sie ist schon an. Okay, dann müsste ja jetzt Eisen rauskommen. Metall. Richtig? Ja, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Und wenn man das aufhebt, hat man dann wahrscheinlich die ersten Rezepte. Bäm, Alter, so eine Eisenaxt, ey. Boah, wäre krass, los. Ne? Ja, Mann, ich mach mal schon mal den Lehmkohleofen voll. Wir brauchen Kohle.
Kann man nicht da auch Kohle rein? Das ist ja Quatsch. Kommt ja Kohle raus. Ne? Ja, also für den Lehmkohleofen würde ich empfehlen, dass wir hier die rumliegenden Stöcker nehmen. Ja, ich habe ja alles voll gerade eingesammelt. Ja. Weil hier liegt sowieso eine Menge rum. Ja, die langen nehme ich dafür nicht, keine Sorge. Ja, oder die Scheite, dafür, ne? Die kann man alle noch. Dafür sind die mir alle zu rar. Ja, auf jeden Mittlerweile. Fall. Mittlerweile. Ja. Nee, da packe ich immer nur die Stöcke rein, die so im Inventar rumfliegen. So, hast du noch ein paar? Ja. Warte mal, kann ich die. Muss man immer reinziehen, ne? Geht nicht anders. Muss man leider reinziehen, ja. Ja. Das snappt so blöd, ne? Das müsste leichter snappen. Ja, ist schwierig manchmal, das stimmt. So, Lehmziegelstein. Haben wir noch, ne? Ja. Ja, ja. Obwohl ich hole mal neuen Flusslehm und sowas, ne? Ja. Wir wollen ja eh noch die Dächer da hinten machen. So, das Ding ist auch an. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich es ja. Oh ja, jetzt sind wieder viele Fische hier. Sehr gut. Nach dem Relock. Mein Bidon ist leer. Ah ja, genau, das danke. Fülle ich auch nochmal auf. Gut, dass du das sagst. Habe ich auch gemacht. Wir müssen so eine Lehmdusche oder so bauen, dass wir da vielleicht das Wasser rausholen können. Weißt du, dann muss man nicht immer... Das stimmt allerdings, ja. Nicht als Dusche nehmen, aber so als Wasserquelle, als Brunnen. Ja, quasi. Genau. Oh, der Mond sieht schön aus. Ja, sieht echt... Ich finde es auch mega, dass das Game auf Ultra läuft. Ja. Nicht so wie Seven Days. Wenn du da ein bisschen zu hoch einstellst alles, ey, dann ist jo. Vorbei. Also haben sie schon schön stabil gemacht. Die Grafik ist mega. Alles ist aus der Welt irgendwie abbaubar, ne? und nehmbar. Und das ist schon schön. Ja, ich muss aber auch irgendwie sagen, beim Spielen kommt einem die Grafik viel schöner vor, als wenn du nachher die Aufnahme siehst. Weiß nicht, ob dir das auch so geht. Bis jetzt nicht, ne? Wo du es jetzt sagst, werde ich wahrscheinlich darauf achten und ist auch scheiße. Aber bis jetzt habe ich es immer als schön wahrgenommen. Okay. Danke dafür. Gerne. Gerne. Leute, ich verstehe es nicht. Also ich stehe hier, jetzt geht's. Also manchmal geht das sofort mit den Fischen, manchmal nicht. Ich weiß auch nicht. Da könntest du vielleicht noch eine Lagertruhe einzeichnen. Da liegt so viel Scheiße rum. Vielleicht können wir eine Truhe nur für Knochen nehmen oder so. Ja. Könnten noch mehrere Sinn, ne? Truhen bauen. Vielleicht auch noch eine neben die Schmiede. Ja, richtig. So irgendwie sowas. Das eine hat dann Kohle, Eisen und sowas. Eine hat dann... Ne? Sowas halt. Jo. Ich habe jetzt 4 Fische geholt. Das heißt, wir räuchern. Ach ja, ich wollte eigentlich Lehm holen. Nimm mal Lehm mit, Kollege. Kann man auch nochmal Lehm nehmen? Na, schade. Auch so ein Holzwagen wie bei Forest wäre jetzt geil, den man nicht mit Lehm befüllen könnte. Ja, so. Lehmschlitten. Wir haben jetzt die Betten und das Dach, also das ist eigentlich soweit fertig, ne? Aber hier müsste eigentlich auch noch ein Rahmen hin. Daneben. Hier, Metallgegenstände schmieden. Aha. Ja, Mann. Backe in der Schmiede eine Gussform. Mach das auf jeden Fall. Nimm die gebackene Form und nutze sie, um Eisenwerkzeug herzustellen. Bambusräuchergestell. Lagerfeuergestell. Steinfalle, Speerfisch. Bogenfalle, Stachelfalle. Ah, hier, Bambushalter. Ja, Fallen, wie gesagt, auf jeden Fall. Hier an den Ecken würde ich die aufstellen. Eingang und hier an der Ecke. Oh, wir müssen die Lehmschmiede nachfeuern. Mache ich sofort. War auch ordentlich Kohle, ne? Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, Lehmkohlehofen läuft ja schon. Ich habe noch 2 Kohle bei mir. Achso, ich wollte. Mal wieder Kohle raus. Da noch einen Rahmen hinstellen.
Schade, dass man sich so einen Mix draus machen kann, ne? Holzscheit, Mix. Bambusscheit. Ja. So, einmal noch Lehm. Kannst du gerade zwei Lehmziegelsteine schon mal verwerten, weil da sind noch zwei drin. Wofür denn? Für eine Kiste? Ich mache nämlich schon, zum Beispiel, ich mache nämlich schon ein neues, aber da sind noch zwei drin. Zwei könnten noch weg, dann könnte ich weitermachen. Lagerkiste. Hier, neben die Schmiede wollte einer haben, hier. Ja, so, ne? So. Ja, ja. Geht nicht. Oder ruhig hier hinter, hier ans Beet, hier. So gerade ans Beet snappen. So, ja, genau. So. Kann ja ruhig ein bisschen schief stehen, muss ja nicht gerade sein. Das ja. Ist ein Dschungellager, Mann. Stock. Fehlt ein Stock, hast du einen? Ja, wenn ich ihn jetzt placen kann. Ja, kann ich. Super. Noch vier Stöcke. Genau, nimm mal raus da. Ach so, Maximum nehmen, ne? So. Na, hier sind noch zwei drin. Die könntest du mir gerne noch rausnehmen. Dann könnte ich den nächsten. So, ja, da kann noch ein Lehmziegelstein drauf. Hab ich noch Kohle? Ja, hab ich. Einmal sammeln. Stock, brauchst Stock. Noch einen? Ich brauche einen Stock. Ich hab noch einen Lehmziegelstein. Ja, einen Stock brauche ich. Hast du einen Stock? Warte, ich misch grad Lehm. Schau ich sofort. Ich habe einen gefunden. Ich habe glaube ich auch keine. Ich habe alle reingepackt, oder? Habe ich nicht. So, Feuerbretter, zwei Stück brauchen wir. Kann man aus Bambusscheiten auch Feuerbretter machen? Brauchst du noch einen Lehmziegelstein? Ja, aber wir brauchen erst zwei Feuerbretter. Feuerbretter? Ja. Wo finde ich die? Holzscheit auseinandernehmen. Okay, hast du nicht Holzscheite geholt vorhin? Ja, habe ich schon verwertet. Weg, ne? Okay. Sonst hole ich eben noch was, warte mal. Wo ist denn, da ist die Axt, ich hole. Dann komme ich gleich mit, dann machen wir es wieder wie eben. Einer nimmt lange Stöcker und der andere nimmt die Scheite, oh. Weil wir brauchen auch noch Scheite für den Rahmen. Hier. Jo. Jo. Und direkt nebenan hier auch nochmal. Scheit. Scheit. Jo, zwei Scheite habe ich. So. Und Scheit. Gut, dann nehme ich lange Stöcker mit, ne? Scheit. Jo. Hallo? Ich kann nur drei Scheite, okay. Ja, müsste reichen. Du machst ein Scheit kommt noch in den Rahmen und die anderen zwei Scheite machst du Feuerbretter raus, zwei Stück. Ich suche unsere Base. Jetzt habe ich mich verloren. Ich suche noch den. Da ist der See. Ah, dann hier lang, okay. Den vierten langen Stock, aber. Er ist weg. Ja, ich verlaufe mich gerade. Wo ist denn die Base? Es gab nur drei lange Stöcker, ne? Nicht verlaufen, Alter. Hier ist unser See, oder? Ja, das ist der See. Dann müsste es da lang gehen, oder? Vertue ich mich jetzt komplett. Ja, hier dann. Okay. Puh. Ah gut, hier liegt noch ein langer Stock. Perfekt. Oh, ich komme. So, da bin ich. So, Feuerbrett, zwei Stück. Warte mal. Yep. Ich drop die mal hier und jetzt muss ich einen sammeln, dann kriege ich ein Feuerbrett. Ja. Sammeln, du bist sicher? Ja. Okay, nicht, dass ich jetzt Stöcke rauskriege. Ah, Feuerbrett. Okay, cool. Hä? Heb das doch auf. Nein, nicht so. Wo ist das Feuerbrett jetzt? Da. Hä? Kein Platz mehr im Rucksack. Ach so. Hä? Warte mal. Holzscheit. Feuerbrett. Nehmen. Kein Platz. Wo brauche ich einen Platz dafür? Du musst in der Truhe. In deinem Rucksack.
Du hast ja. Sortieren über Y halten. Ja, das ist ja so länglich, ne? Du musst da an der Seite Platz machen dann. Ah, okay. Okay, das wird jetzt aufwendig. Wand. Okay, jetzt vielleicht. Wie soll ich denn die Pfeile jetzt hier wegmachen? Alter, das ist aber jetzt, das nervt mich gerade ein bisschen. Das ist jetzt sehr früh. Ja, ist eine Formel, ne? Bambuswand, langer Bambusstock, 9 Stück. Okay, machen wir das. Eins, zwei, Haben wir noch Bambusstöcke, lange? Nee, ne? lange glaube ich nicht mehr, ne? Dann ziehe ich nochmal los. Oh nee, warte mal, ich will mal eben. So, jetzt haben wir. Exploring, geschmolzenes Eisenerz. Ja, kann ich nicht machen, weil ich Pfeile habe. Es passt einfach nicht. Geht nicht. Oder ist der im Weg hier? Jetzt vielleicht? Ach, glaube ich doch jetzt nicht, wegen einem scheiß Pfeile. So, okay, haben wir. Und jetzt sammeln wir den. Krass. So, und. Okay, und Lehmziegelstein, sehr gut. Rein damit. So, und jetzt können wir hier die Lagerfeuerasche reinmachen. Habe ich schon welche gemacht, ja. Irgendwo war doch hier eine Seite mit Schmiede, jetzt eine neue Seite, oder? Wo ist sie? Lehm. Feuer? Nee. So, wie geht's uns denn? Und wir könnten Fleisch essen. Habe ich noch? Jawohl, habe ich noch. Ach, guck mal, Fleisch. Ich wollte ja Ah, auch hier. Fleisch hier drauf. Metallgegenstände. Erhalte ein Eisenstück, indem du das Schmiedeeisenerz oder leere Dosen einschmilzt. Haben wir. Zweitens, sammel Lehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Lehmziegelsteine? Backe in der Schmiede eine Gussform. Müssen wir Lehm in die Schmiede hauen? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Ja klar, muss ja da rein, damit eine Gussform entsteht, oder? Also habe ich es jetzt verstanden vom Vorlesen. Backe in der Schmiede eine Gussform da, Lehmform. Kann man das droppen? Oh, liegt da, gut. Ah, die Truhe ist fertig? Ja, cool. Ja. Da kannst du alles an Eisen und so Aber reinmachen. leere Dosen packe ich da mal rein. Genau. So, ich brauche noch ein bisschen Zunder hier. So, aber mit dem Lehmziegelstein kann man nicht auf Herstellen drücken. Sammeln? Soll ich mal einen Lehmziegelstein sammeln? Mach mal, ja. Leere Gussform. War ja einfach. Bisschen zu einfach schon. Herstellen. Aha. So, und eine Waffe, hat er gesagt, ne? Ich hab, Steinklinge. du hast gelesen, ich hab so ein bisschen. Klingengussform. Aha. So. Ah, jetzt verstehe ich. So, und jetzt habe ich eine Klingengussform. Die kann man auch wieder sammeln, aber ich glaube, das ist nicht richtig, oder? Ne, eine Klingengussform, da muss jetzt Eisen rein in die Klingengussform, damit du eine Klinge schmiedest. Dafür hast du ja eine Gussform, damit du die Form gießen kannst. Ja, genau. Jedenfalls in der logischen Überlegung, Ja, ich oder? habe jetzt eine Klingengussform gemacht wegen Steinklinge, weißt du, dass wir erstmal eine Klinge aus Metall haben, eine Ja, Metallklinge. mega auf jeden Fall, ja. Wir haben keine Kohle mehr. So, ich wollte Bambus besorgen, ne? Soll ich erstmal schlafen gehen? Wollen wir eben kurz schlafen gehen? Warte, ich muss kurz Egel rupfen, dann gerne. Ich speichere mal nach diesem Fortschritt. Ja, ist nicht verkehrt. So, komm, Mäuschen. Gehen wir schlafen, ne? Schläfst du links oder rechts? Oh, mir egal. Hauptsache Löffelchen.